Hi Ladies! Bianca hat mich gebeten, für sie ein 80er Jahre Outfit zusammenzustellen, weil sie auf eine 80er Jahre Party geht. Und am liebsten genau das von Dirty Dancing. Genau das ist es zwar nicht geworden, aber wir haben es getoppt. Wie ihr seht, habe ich hier ein Outfit zusammengestellt, was ja nach 80er schreit und nach Tanzen. Doch bevor ich auf die Details eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die dazugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video finde ich auch nochmal alle Details und Sales dazu, damit ihr nichts verpasst. Bianca liebt den Film Dirty Dancing. Wer nicht? Wer will nicht dieses Outfit von Baby am liebsten zu Hause im Kleiderschrank haben? Das könnt ihr jetzt alle, denn ich habe hier ein Outfit zusammengestellt, was ziemlich nah rankommt, schrägstrich auch jetzt für die heutige Zeit abgestimmt ist. Und Bianca wollte genau das für eine 80er Jahre Party und habe ihr dafür dieses wunderschöne Kleid von Trey Lake herausgesucht. Und das Kleid selber hat einen sehr besonderen Stoff, also es ist kein glatter Stoff, sondern der Stoff selber hat es ist meliert, könnte man sagen, also er fässt sich schon mal sehr gut an. Und wenn man genauer hinschaut, werdet ihr sehen, dass das kleine Wölbungen im Stoff drin hat und dadurch der Stoff wundervoll fällt und gerade bei dem Kleid ab dem Rock, die Taille ist ein bisschen wieder angehoben, der Rock ist, ja, wie soll ich mich ausdrücken, geschaffen für Bewegung, für Tanzen, fürs Laufen, also allgemein für jede Bewegung, die dann richtig schön nochmal unterstützt, damit es wirklich so aussieht wie im Film. Und wie ihr seht, das Kleid hat noch ein paar schöne, ja, Details, denn hinten ist es teilweise rückenfrei und in der Mitte, wo das schön auseinandergehalten ist, der Rücken, mit einer schönen zarten Schleife abgesetzt. Und der Stoff oder die Stofffarbe hat einen, ja, ganz zarten Pastellrosaton, so fast schon an Weiß, nicht ganz, also es ist, man kann die Farbe gar nicht so richtig greifen. Es ist ein sehr, sehr helles Pastellrosa. Ganz einfach. Also es sieht herrlich aus und kommt sehr, sehr nah vom Kleid, vom Original. Und ich denke, hier habe ich das Kleid gefunden, vor allem zu einem Preis, was sich sehen lassen kann. Doch Bianca wollte natürlich ein Komplettoutfit, damit sie zu dieser Party voll trumpfen kann und sie im Mittelpunkt steht. Und die Accessoires, die ich dazu zu diesem Kleid herausgesucht habe, sind passend darauf abgestimmt. Denn wie ihr seht, habe ich hier eine Sandalette herausgesucht im gleichen Pastellton wie das Kleid mit zarten Riemchen und hat eine Absatzhöhe von 10 cm. Man könnte denken, okay, das ist relativ hoch, aber dadurch, dass der Stöckel relativ breit ist, hat man einen sehr guten Tritt und durch diese vielen zarten Riemchen sitzt man auch sehr bequem drin, dass das Schuh wirklich am Fuß sitzt und ihr lange damit tanzen könnt. Und das ist doch schon mal ein schöner Blickfang mit dieser Sandalette zu diesem Kleid. Doch was man gar nicht so oft gesehen hat im Film, ist natürlich die Handtasche. Und da habe ich jetzt was von der heutigen Zeit herausgesucht, um das Ganze auch noch mal ein bisschen aufzupimpen. Und da habe ich hier eine Gretchenhandtasche gefunden, die im kompletten Silber ist, mit Lederoptik und ist schon im Detail sehr verspielt. Man kann sie normal als Hängeltasche tragen oder über die Schulter und auch nicht sehr groß, aber es passt genug rein. Und das ist ein Accessoire, was man doch zu vielen verschiedenen, ja, Outfits kombinieren kann. Und das tut aber genau dieses Kleid zu diesen Schuhen nochmal eins obendrauf setzen. Also allein schon die Handtasche wird euch, ja, zum Blickfang machen. Aber die Handtasche vor diesem Kleid macht euch zum Mittelpunkt der Party. Und um das Ganze jetzt mal das I-Pünktchen aufzusetzen, muss natürlich noch ein bisschen Schmuck her, aber nicht zu viel, weil es Baby in Dirty Dancing hat auch nicht so viel Schmuck getragen und wird er euch einfach ein paar schicke silberne Ohrringe wie diese hier empfehlen. Und sie sind sternförmig von Goose und sehen einfach herrlich aus. Mein Tipp, wählt vielleicht ein paar Ohrringe wie diese, die, ja, ein bisschen schwingen, ein bisschen baumeln können, damit diese Bewegungen von euch nochmal alle unterstützt werden, ihr schön verspielt wirkt, weil das soll ja auch dieses Outfit ausdrücken. Und
damit ihr quasi beliebt seid an der Party, wo ihr seid. Wie gesagt, Bianca ist auf eine 80er-Jahre-Party eingeladen und sie wird sich nicht retten können vor Fragen, wo sie dieses Outfit her hat und vor den Blicken der Männer. Und wenn ihr genauso auf euch zugeschnitten so ein Outfit haben wollt und die Blicke der Männer spüren wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht, und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren auf meinen Kanal und verpasst in Zukunft kein so ein schönes Video, kein so ein schönes Outfit und die dazugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?